Erneut ist eine Delegation der AfD-Bundestagsfraktion zu einem Besuch nach Syrien geflogen. Hier Bilder von dem Treffen im letzten Jahr. Dabei seien unter anderem Gespräche mit Vertretern der Regierung von Bashar al-Assad und Großmufti Assun geplant. Ziel sei es, so der Delegationsleiter Pasemann auf seiner Facebook-Seite, einen nachhaltigen Befriedungsprozess zu initialisieren. Die Bundesregierung hatte bereits die Reise 2018 scharf kritisiert, unter anderem, weil die Abgeordneten damit das Assad-System hofieren würden. Mit syrischen Oppositionellen hatten sich die AfD-Politiker damals nicht getroffen. Sie hätten eigenen Angaben zufolge keinen entsprechenden Ansprechpartner vor Ort gefunden.